Der Superdonnerstag mit den Zahlen der großen US-Konzerne ist vorbei. Der August hat gestern begonnen und die Rallye hat sich fortgesetzt, die am Freitag ja schon aufgrund der besser als erwarteten Zahlen der Tech-Konzerne eingesetzt hatte. Die Frage ist, was kommt jetzt? Wie geht's weiter, nachdem eigentlich das Highlight vorbei ist, eben mit dem Superdonnerstag? Und wir wollen uns mal diese Rallye anschauen und auch zumindest auf ein paar Widersprüche hinweisen, die derzeit der Fall sind. Und diese Widersprüche, die beginnen bei den so erfolgreichen Tech-Konzernen selber. Was wir hier sehen, das sind die Umsätze und das Wachstum derselben von Apple. Und wir sehen, da haben wir zwar alle vier Quartale diese blauen Balken, die nach oben stürmen geradezu. Das ist das Weihnachtsgeschäft, also praktisch ein Sonderfaktor Weihnachten. Aber ansonsten sehen wir, dass sich da nicht so wahnsinnig viel tut in Sachen Wachstum bei Apple. Man schrumpft nicht, okay, aber es ist ja nicht so, dass die Bäume in den Himmel wachsen bei dem US-Konzern, der derzeit wieder der wertvollste der Welt ist. Stellt sich also die Frage, wenn Apple am Freitag etwa über 10% zulegen konnte, damit alleine an einem Tag mehr als das BIP Ungarns hinzufügen kann, wo ist eigentlich die großartige Wachstumsstory? Klar, man hat sich relativ gut gehalten oder sehr gut gehalten angesichts der Pandemiesituation. Aber es ist eben nicht so, und das ist dann eben auch im nächsten Quartal eher nicht zu erwarten, dass jetzt hier die Dinge weiter super, super, super laufen und eben dann aus sich die Frage stellt, ist der Aktienkurs vielleicht ein bisschen zu schnell gestiegen? Sind die Bewertungen trotz der besser als erwarteten Zahlen schlichtweg nicht zu hoch? Hier sehen wir unten in dieser Grafik das Quarterly Growth Year over Year, also praktisch das Wachstum zum Vorquartal oder zum Quartal des Vorjahres. Und da sehen wir ja, da ist das Wachstum offenkundig doch ein bisschen dünner. Das zeigt so ein bisschen, wie die Lage ist. Und wir sehen, dass die Apple-Aktie ja so deutlich hat zulegen können, geradezu parabolisch nach oben gegangen. Etwas mehr Berechtigung hat übrigens Amazon vielleicht zu steigen oder hätte Amazon, denn hier sehen wir, dass wirklich mehr Wachstum der Fall ist. Da ist allerdings viel Cloud dabei. Das Brot- und Buttergeschäft, wenn wir zum Beispiel bei Amazon etwas bestellen als Privatkunden, das bringt nicht allzu viel Geld, aber da ist eigentlich Amazon besser aufgestellt in Sachen Wachstum als Apple. Aber sei es drum, wir sehen das insgesamt, und das bringt so ein bisschen die Widersprüche auf den Punkt, die fünf größten Aktien im S&P 500 jetzt seit Jahresbeginn 1,66 Billionen Dollar an Marktkapitalisierung hinzugewonnen haben, während die 495 anderen des S&P 500, also praktisch der Rest außer diesen fünf, hat 1,61 Billionen verloren. In der Summe ist das dann mehr oder weniger ein Nullsummenspiel. Aber es ist eben so, dass die fünf Großen eben stark gewichtet sind in den Indizes. Deswegen geht es eben auch nach oben. Aber es zeigt, dass diese Rallye eben nicht auf wirklich breiter Grundlage steht, sondern dass es eben nur wenige Aktien sind, die nach wie vor die ganze Geschichte treiben. Und diese Dominanz hat sich jetzt noch weiter verstärkt. Damit steht also diese Rallye auf diesen wenigen Beinen, und die müssen halten. Wenn es da Zweifel an zukünftige Entwicklung gibt, dann wäre das recht unschön. Wir sehen das hier vor allem, der Nasdaq jetzt am gestrigen Montag ja wieder zulegen konnte. Wir haben den Nasdaq jetzt achtmal der letzten neun Montage mit einer Rallye von mindestens 1%. Das ist das eine. Und wir haben übrigens dann am Freitag, letzten Freitag, als die Tech-Konzerne wie Apple eben 10% gestiegen sind, Amazon deutlich gestiegen sind, den schlechtesten Breath aller Zeiten, wie man sagt. Breath ist sozusagen die Marktbreite. Wir haben den Nasdaq mit einem Anstieg von 1,6% gehabt, aber weniger als 40% der Aktien in diesem Index sind gestiegen. Das heißt, die wenigen Großen, die aufgrund der besser als erwarteten Zahlen so stark performt haben, die haben das Gesamtbild so schön gemacht, dass man da nicht bemerkt, dass eigentlich die meisten Aktien verlieren. Und das ist eben nach wie vor der Fall. Das ist vor allem der Fall im Bankensektor. Hier sehen wir die Bankaktien etwa in den USA seit Jahresbeginn minus 34%, Tech-Aktien plus 26,5%. Nun könnte man ja vielleicht vermuten, okay, in einer gesunden Situation müssten Banken eigentlich gut laufen. Banken sind ja im Prinzip das Blutzentrum der kapitalistischen Wirtschaft. Wenn die Banken nicht laufen, wenn es da ein Problem gibt, dann muss es möglicherweise ein Problem geben. Klar, wir haben die Zinskurve nicht wirklich, das heißt die Fristentransformation, also die
Differenz zwischen kurzfristiger und langfristiger Ausleihe ist für Banken immer geringer geworden, aber die Fed hat doch stark geholfen. Man hat Regularien aufgeweicht etc. Warum laufen die Bankaktien nicht? Das ist eine der Fragen, die man an diese Rallye stellen muss. Wir sehen jetzt insgesamt, dass das erste Mal seit 2018 für das nächste Quartal die Prognosen, die Gewinnprognosen angehoben wurden, nachdem jetzt diese Berichtssaison besser war als erwartet, vor allem eben mit den großen Tech-Konzernen. Und wir haben eine Anhebung von 1,1% dieser Gewinnprognosen, aber der S&P 500 ist gleichwohl deutlich stärker gestiegen im Juli, nämlich 4,7%. Und das trotz eines regelrechten Kollaps der Buybacks, der Aktienrückkäufe, die ja in den letzten Jahren eigentlich der Treiber schlechthin waren für die Rallye. Aber da ist derzeit relativ wenig der Fall. Die Firmen wollen ihr Cash behalten, ihr Pulver trocken halten überwiegend. Das ist der Trend. Also wir haben diesmal eine Rallye ohne Buybacks. Das ist vielleicht eine Veränderung. Wir haben, um zum aktuellen Geschehen zu kommen, Aussagen von Donald Trump in Sachen TikTok, der gesagt hat, ja, also wir sollten, nämlich wir als USA, als US-Finanzministerium, wir sollten da einen erheblichen Prozentanteil bekommen, wenn TikTok, das ja verboten werden soll, an zum Beispiel Microsoft verkauft wird. Da gibt es in China sehr, sehr große Aufschreie in den sozialen Medien, auch hier von Hu Xijin, dem Chefredakteur der Global Times, der sagt, das ist purer Raub. Es hat schon so ein bisschen was von Wegelagerei. Ich zwinge jemanden zu verkaufen und sage dann, ja, aber dann möchten wir einen großen Teil des Kaufpreises irgendwie in unseren Taschen landen sehen. Das ist natürlich durchaus ein bisschen fragwürdig. Wir sehen auf der anderen Seite, dass natürlich Unterstützung für die Aktienmärkte kommt durch die Situation, dass jetzt die Renditen für Unternehmensanleihen nicht mehr höher sind in den USA als die Dividendenrenditen des S&P 500. Das heißt, hier ist sozusagen der Nachteil, den Aktien oft haben, nämlich die Rendite, die sichere Rendite, die ist jetzt eigentlich ausgeglichen. Vielleicht ein Erklärungsmuster für das, was an den Märkten passiert ist. Und was an den Märkten jetzt passiert ist, im Juli, das sehen wir hier, da ist nämlich Silber am besten gelaufen. Es ist der Shanghai Composite am zweitbesten gelaufen, was jetzt die monatliche Performance betrifft. Ganz schlecht dagegen sind die Banken gelaufen, sind Aktien in Spanien gelaufen und auch in UK, also in Großbritannien gelaufen. Hier sehen wir eine starke Differenz, also der verschiedenen Vermögensklassen. Silber und Gold bekanntlich ist sehr, sehr gut. Banken nach wie vor mit einem riesigen Problem. Das bringt so ein bisschen all das auf den Punkt, was der Fall ist. Das soll es erstmal gewesen sein. Wir haben heute einen ruhigen Tag vor uns. Geht diese Tech-Rallye, diese Tech-getriebene Rallye weiter? Wann zieht der Gesamtmarkt nach? Wann ziehen die anderen Aktien nach? Ziehen vor allem die Finanzmärkte nach? Nicht die Finanzmärkte, sondern die Finanzwerte, so muss es heißen. Das wird die entscheidende Frage sein. Die Rallye steht auf sehr, sehr wenigen, wenngleich sehr kräftigen Beinen. Aber wenn diese Beine mal ein bisschen zittrig werden, dann droht doch einiges. Wo ist der nächste Trigger jetzt nach den starken Zahlen von Apple und Amazon? Das wird jetzt die Frage sein. Der DAX hat gestern stark aufgeholt, nachdem er vorher stark nachgelassen hatte. Es ist also derzeit eine etwas widersprüchliche Situation. Ich wünsche jetzt einen guten Start in diesen Dienstag, meine Damen und Herren. Ich sage Servus und Ciao.